Einen wunderschönen guten Tag, hoffe ihr habt einen super Tag oder der Tag kann euch ein bisschen besser gemacht werden mit dem Video. Wir sind hier mit dem Power Ranking vor Woche 6, wenn mich nicht alles täuscht. Vor Woche 6 klingt richtig, ne? Wir haben keine neue Nummer 1, dafür aber eine neue Nummer 32 und generell wurde hier und da ein bisschen was rumgewuschelt, also hey ho. Ich habe die nächsten Tage wieder ein paar Neuigkeiten für euch, Gelegenheitssachen günstiger zu kriegen, als ihr sie eventuell sonst kriegen würdet. Also bleibt gespannt. Ich glaube, morgen, übermorgen oder morgen und in 2 Tagen, morgen, nee, Moment, morgen und übermorgen oder morgen und in 3 Tagen oder auf jeden Fall innerhalb der nächsten 5, 6 Tage kommen da ein paar coole Sachen. Also bleibt am Start. Und die Vorbereitungen für die Community-Franchise laufen. Also wenn ihr eine PlayStation 5 habt und Bock habt, da mitzuspielen, dann habt auch da ein Auge offen, denn die Bewerbungszeit wird vermutlich relativ kurz sein. Ich rede da jetzt nicht von ein paar Stunden, aber ich sag mal so, eventuell cutten wir nach 24 Stunden. Gut, wir fangen an mit der letzten Seite und ihr seht, ganz unten neu sind jetzt die Jaguars. Ich habe hin und her überlegt zwischen den Jaguars und den Lions. Sind die beiden letzten sieglosen Teams? Ich habe erst überlegt, okay, Lions, weil sie so viele Verletzte haben. Wide Receiver 1 bis 3 sind raus, Tight End verletzt, Center raus, Left Tackle raus, anderer Tackle angeschlagen und so weiter und so fort, ne? Defense, Top 1 oder Top 3 Cornerbacks sind weg. Also es ist alles wirklich sehr, sehr kritisch. Dann habe ich aber gedacht, nee, irgendwie so stark, wie sie vermeintlich gegen die Vikings und gegen die Ravens gespielt haben, auch wenn man da wieder gucken muss, okay, waren sie stark, waren die Gegner gut, kann ich die nicht auf 32 packen? Das muss ich irgendwie anerkennen, auch wenn ich da gerne pessimistisch sein würde. Deswegen habe ich gedacht, die Lions lasse ich auf 31. Die Jaguars sehen allerdings auch immer besser aus. Also ich finde, wir haben keine klare 32. Auch über die Jets hätte man sich, denke ich, nicht beschweren können, wenn die auf 32 wären. Aber ich denke schon, mit relativ klarem Abstand sind die drei Teams momentan die schlechtesten der Liga. Und eventuell werden die drei auch den First Overall Pick unter sich ausmachen. Also mal gucken, da bin ich sehr gespannt drauf. Die Jets, wie gesagt, sind auf 30. Entschuldigung, sind eins gefallen. Nach dem Spiel, was sie verloren haben in London gegen die Falcons, da habe ich ja drüber geredet, relativ ausführlich im Newsflash. Zach Wilson sieht teilweise besser aus, aber hat immer noch diese Fehler drin. Und ich glaube, momentan ist er auf Kurs, um den Rookie-Interception-Rekord zu brechen. Natürlich wäre es schon ziemlich kranker Zufall, wenn er jetzt die ganze Saison über den Kurs von den ersten Wochen halten kann. Beziehungsweise er will es ja nicht versuchen, aber wenn er den zufällig hält, den Kurs, also ich glaube nicht, dass er den am Ende bricht. Sowohl bei den Jaguars als auch bei den Jaguars als auch bei den Jets sieht man junge Spieler mit viel Potenzial, so gerade aus den letzten beiden Draft Classes, beziehungsweise bei den Jets gerade aus dieser Draft Classes sieht sehr, sehr stark aus. Und deswegen hat man da auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft. Da fehlen immer noch gut Leute im Team, bei den Lions halt auch. Aber ich würde bei Jaguars und Jets wenigstens sagen, dass sie vermutlich ihren Quarterback haben für die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass einer von beiden irgendeine Rosen-Sache wird, den die direkt wieder wegfeuern nach einem Jahr. Bei den Lions, ja, großes Fragezeichen, was sie machen mit ihrem vermutlich relativ hohen Pick im Draft. Gehen sie Best Player Available, was dann vermutlich ein Defender wäre. Momentan Thibodeau, Stingley oder Kyle Hamilton. Oder gehen sie dann doch auf Quarterback? Wer weiß, O-Line, wer weiß. So, die Texans sind auf 29, 3 Plätze nach oben, obwohl sie verloren haben, weil das eine sehr, sehr starke Performance war und Davis Mills mir auch gut gefallen hat. Ich denke, demnächst wird Tyrod Taylor irgendwann wiederkommen und dann werden die Texans auch noch das ein oder andere Spiel gewinnen. Wie gut das jetzt wirklich langfristig für die ist, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber gerade falls sie jetzt doch noch Deshaun Watson wegtraden, entweder nach der Saison oder sogar vor der Trade-Deadline noch und dafür Assets kriegen, Picks, dies, das, jenes, dann kann es schon relativ schnell gehen mit vielen Picks, auf einmal theoretisch kadermäßig zumindest einen dicken Schritt nach vorne zu machen. Ich wollte gerade die Dolphins als Beispiel nennen, die stehen halt jetzt 1-4, glaube ich, also sind vielleicht nicht das allerbeste Beispiel momentan, aber der Kader ist ja trotzdem von dem absoluten Rebuild super schnell zu einem richtig guten Kader geworden, deswegen kann immer schnell gehen, sowas. Nächste Seite, wir haben gerade über die Dolphins geredet und hier sind sie 3 Plätze nach unten gefallen. Ich kann es, wie gesagt, nicht auf Jacoby Brissett schieben. Das Team, ich will nicht sagen, trifft falsche Entscheidungen, aber es wirkt so, als wenn die in kritischen Momenten, in wichtigen Momenten nicht da, würden ein bisschen einbrechen und das bricht einem dann natürlich das Genick. So, die Giants sind 3 Plätze nach unten gefallen,
hauptsächlich aufgrund der vielen Verletzungen, denn mit dem Team momentan sehe ich die echt nicht viele Spiele gewinnen, gerade natürlich, wenn Daniel Jones raus ist. Und auch da ist die Frage, so versucht man nach der Saison sich nach einem neuen Quarterback umzusehen, im Draft vermutlich nicht, aber dann vielleicht per Trade oder wird irgendwer Free Agent oder was auch immer, oder gibt man Daniel Jones nochmal eine Chance, weil Daniel Jones dieses Jahr eigentlich echt nicht schlecht gespielt hat. Die Falcons sind auf 26-2 nach oben nach dem Sieg gegen die Jets. Hat mehr damit zu tun gehabt, dass ich sowohl die Dolphins als auch die Giants nach unten rutschen lassen wollte. Und da sind die Falcons dann mehr oder weniger mit nach oben gerutscht. Kyle Pitts hat jetzt ein sehr starkes Spiel, was wichtig ist für die Zukunft. Bears mit ihrer sehr starken Defense und dem nach wie vor uninspirierten offensiven Playcalling hat gereicht, um das Spiel zu gewinnen gegen die Raiders und deswegen Bears nochmal 2 Spots nach oben auf die 25. Ey, kennt ihr das, wenn die Augen, wenn man so müde ist, schon so anfangen wegzudriften oder so verschwimmen? Ich bin heute super früh für meine Verhältnisse wach gewesen, weil eigentlich so ein Gasabzähltyp in meine Wohnung kommen sollte und in einem 5-Stunden-Rahmen und der kam einfach nicht. Danke dafür. Nächste Seite, wir haben das Washington Football Team auf 24. Heinecke sah nicht gut aus in dem Spiel, beziehungsweise über das Spiel generell müssen wir ja nicht reden. Das, wo man vor der Saison angenommen hätte, okay, das sind die Stärken vom Football-Team, Defense generell und insbesondere natürlich die D-Line, die sind halt echt nicht ansatzweise so da, wie Fans sich das vermutlich gewünscht hätten oder wie Fans sich das definitiv gewünscht haben. Deswegen, sieht nach einer gebrauchten Saison aus fürs Football-Team. Eagles darüber 3 Plätze nach oben nach dem Sieg gegen die Panthers. War stark, war ein kleiner Statement-Sieg. Am Ende reicht es für keinen in der Division, um an den Cowboys auch nur ansatzweise vorbeizukommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber solange Jalen Hurts weiter sein Ding auf dem Boden macht, dadurch vielleicht das ein oder andere Passing-Window mehr aufgeht, kann die Offense auf jeden Fall den Ball bewegen. Defense ist halt auch so an manchen Tagen komplett da und spielt richtig gut und an anderen Tagen ziemlich abgetaucht. Deswegen schwer einzuschätzen. Die Colts hätten beinahe noch gewonnen gegen die Ravens, fallen deswegen nur in Anführungsstrichen einen Platz auf die 22. Die Defense ist zwar nach wie vor opportunistisch, so wenn der Ball raus ist, sind die da, die gehen auf den Ball, Picks, Fumbles, was auch immer, ist ansonsten aber zu weich. Und jetzt nicht im Sinne von, die sind soft, die trauen sich nicht in Hits reinzugehen und so ein Quatsch, also nicht körperlich oder mental soft, sondern einfach, wie die Zonen gespielt werden. Das funktioniert so nicht, weil da zu viele Zwischenräume freigelassen werden und das geht nicht. Natürlich haben auch die unglaubliche Verletzungsprobleme auf Cornerback gehabt jetzt. Ist bei noch nicht allen, glaube ich, momentan raus, wie schlimm es wirklich ist, aber sei es erstmal nicht so schlimm aus langfristig betrachtet. Raiders natürlich dicke Sache mit John Gruden. Der Offensive Coordinator wird jetzt natürlich das komplette Playcalling übernehmen. Ich denke allerdings auch, dass Derek Carr deutlich mehr Mitspracherecht hat jetzt. Dass er quasi mehr sagen kann, okay, ich mag das, callen wir das und so. Ich gehe davon aus, dass wir weniger Motion und sowas sehen werden zum Beispiel. Aber das ist jetzt so ein super Beispiel und auch für die Raiders Führungsetage super wichtig zu sehen. Ist es gut, wenn Derek Carr im Playcalling drin ist oder ist es eher nicht gut? Also, wir müssen jetzt alle ein bisschen Auge auf die Raiders behalten. 5 Plätze gefallen auf die 21. Steelers klettern 2 Plätze nach oben nach dem Sieg. Big Ben sah tatsächlich mal wieder gut aus. Auch hier Verletzungen, Juju, das könnte wehtun am Ende. Die Defense war auch wieder richtig gut da, also das war auf jeden Fall ein starkes Spiel. Insgesamt ist die Offense aber nach wie vor ein bisschen unkreativ und man kann halt nicht wirklich jede Woche auf so ein Spiel von Ben hoffen. Deswegen habe ich gedacht, ein paar Plätze hoch, aber die erstmal auf 20 zu lassen, finde ich ganz clever. Wir haben die Patriots nach wie vor auf 19, da hat sich nicht viel geändert für mich, habe sogar kurz überlegt, ob ich die Patriots noch eins runterrutschen lasse und dann die Steelers noch eins hochnehme oder vielleicht sogar noch 2 hoch, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil bei den Patriots ja auch einige verletzt waren. So deswegen mal gucken, wenn die wiederkommen, wie viel besser das Ganze dann aussieht. Wir haben die Broncos auf 18. Ich frage mich, ob dieses Jahr irgendwann noch Drew Lock spielen wird oder ob Teddy Bridgewater das jetzt bis zum Ende durchzieht. Immer natürlich vorausgesetzt, Teddy Bridgewater ist fit. Also ich meine jetzt nicht, ob Lock spielen wird als Backup, sondern als theoretischer Starter oder zumindest in ein Spiel reinkommt, nur um einem Drive ein bisschen anderen Vibe zu geben, was auch immer. Da bin ich super gespannt drauf. Die Defense steht, Offense hat noch Luft nach oben. Vikings habe ich auf 17 gelassen, weil ja, Sieg, auch wichtiger Sieg innerhalb der Division und so weiter, auch wenn das vermutlich das Team ist, was mindestens 5-mal in der Division verlieren wird, die Lions. Es sah halt auch nicht wirklich geil aus. Und obwohl Mattison am Ende gute Stats hat, würde ich sagen, man merkt, dass Dalvin Cook nicht da ist. Mal gucken, wann der wiederkommen kann. Kann auch sein, dass sie ihn geschont haben, von wegen, sind ja nur die Lions, brauchen wir nicht. Hatten sie recht,
Aber es war jetzt kein irgendwie besonders überzeugender Sieg für mich, deswegen habe ich die Vikings auf 17 gelassen. Bengals auf 16, 4 Spots nach oben. Nach dem starken Spiel gegen die Packers bin ich jetzt bereit zu sagen, okay, gut, die Bengals sind ein gutes Team dieses Jahr. Wie gut sie wirklich sind, steht in den Sternen. Aber auch da habe ich im Spieltagsrückblick ja schon drüber geredet. Die Connection von Burrow zu Chase ist sehr gut. Und wenn der Gegner keine besonders gute D-Line hat, dann funktioniert das auch. Das habe ich ja schon seit mehreren Wochen gesagt. Apropos gute D-Line, die Panthers fallen 3 Plätze nach unten auf die 15. Das war ein bisschen Fraudwatch am Anfang. Also die haben auf jeden Fall über ihrem Level gespielt. Bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird mit Stephon Gilmore. Ja, wie das aussehen wird mit Stephon Gilmore und wie die Offense aussieht, wenn CMC wiederkommt, wann er wiederkommt und ob er direkt 100% eingeplant werden kann oder ob er noch weniger Snaps nimmt, ob er auf dem Snap-Count ist, ob er weniger explosiv aussieht, was auch immer. Und hoffen wir natürlich, Klopf auf Holz, dass die alle clever genug sind und die Physiotherapeuten das gut genug einschätzen können und er selber auch, dass er nicht wiederkommt und sich direkt wieder verletzt, was mit Hamstring-Sachen ab und zu mal vorkommt. Deswegen habe ich auf Holz geklopft, damit es nicht passiert. Wir haben die Seahawks auf 14 Jahr Spiel verloren, aber er ist auch nicht unbedingt an die Wand gespielt worden. Ich habe kurz überlegt, ob ich direkt, weil Russell Wilson verletzt ist, die jetzt irgendwie nach unten auf die 18 pushe oder sowas. Aber gucken wir uns erstmal an, wie das erste komplette Spiel mit Geno läuft. Und danach können wir dann immer noch nächste Woche reagieren. Wenn die Saints wieder 2 Plätze nach oben, Offense sah besser aus, auch wenn 7 Punkte natürlich von der Hail Mary kamen. Aber ja, Alvin Kamara war wieder richtig drin im Spiel und das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn da die Receiver wiederkommen oder generell die Receiving Options wiederkommen, bin ich sehr gespannt drauf, ob die Offense nochmal einen Schritt nach vorne nehmen kann. Defense kann ich absolut nicht einschätzen. Gar nicht, von vorne bis hinten nicht. Titans gehen einen Platz nach oben. Derrick Henry ist wieder da mit einer sehr, sehr starken Rushing-Performance. Die Defense ist nach wie vor maximal suspekt. Das heißt, sie werden jedes Spiel, gerade in Richtung Playoffs, was sie gewinnen wollen, mit einer extrem dominierenden und dominanten Offense gewinnen müssen. Ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren, weil die Defense zu viele Lücken hat, zu anfällig ist gegen Big Plays. Und wenn du offensiv ein, zwei Mal ins Stottern kommst, gerade gegen ein gutes Team, wie gesagt, wir reden perspektivisch über die Playoffs, dann kann das sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Die, oder nein, doch, die 49ers. Oh mein Gott, ich bin so müde, sorry. Die 49ers sind auf 11. Bleiben auf 11, haben ein knappes Spiel verloren gegen das Team, was letzte Woche meine Nummer 1 war. Ich habe gerade überlegt, ob ich es jetzt so spannend mache, von wegen, oh, mal gucken, ob es meine Nummer 1 nach wie vor ist heute. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben keine Nummer 1. Also ja, 49ers verlieren knapp in einem Low-Scoring-Game gegen meine Nummer 1. Deswegen habe ich gedacht, obwohl die verloren haben, lasse ich die vor den Titans und so weiter. Chiefs habe ich sogar überlegt, ob ich die noch weiter nach hinten setze. Die sind jetzt 2-3 und fallen 3 Plätze auf die 10. Einfach weil die Offense halt nicht mal gut genug ist. Nicht mal, ist auch jetzt schwer. Die haben halt eine super grottige Defense zurzeit. Unathletisch, langsam, Fehlkommunikation, was auch immer. Und die Offense ist halt nicht so wie vor 2 Jahren zum Beispiel, dass die schlechte Defense-Performance das einfach mal rausreißen können. Weil die Offense auch wirklich gerade am Struggeln ist. Und zwar alle von den großen Dreien, ja, halt alle, ne? Also Tyreek Hill war im letzten Spiel nicht richtig drin, Travis Kelce war nicht richtig drin, Mahomes, viele Picks geworfen dieses Jahr. Also ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ravens sind auf 9. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Ravens for real sind bisher. Colts haben sich sehr, sehr, sehr in eigenen Fuß geschossen bei dem Spiel. Und ich habe halt auch noch das Lions-Spiel im Kopf. Lamar Jackson sah sehr gut aus, aber auch da defensiv vielleicht erstens ein paar zu viele Flaggen und zweitens generell Cornerback auf jeden Fall eine Schwäche. Abgesehen von Marlon Humphrey, Safety ist auch eine Schwäche und da müssen die Ravens irgendwie drüber wegkommen. Rushing Game ist natürlich sehr stark und wenn Lamar so spielt wie letzte Woche, dann wird es auch generell schwer, gegen die Ravens was zu machen. Packers sind auf 8, auch die habe ich da gelassen. Super knappes Spiel gewonnen gegen jemanden, der weiter hinten ist im Power Ranking. Das ist meistens so meine Meta, dass ich dann sage, lassen wir die erstmal da, wo sie sind. Denn ja, sie sollten gegen das Team gewinnen, haben sie auch, aber nicht sonderlich beeindruckend. Deswegen. Ja, auch wenn man Mason Crosby natürlich die Schuld geben muss, sage ich mal, für die verhauenen Field Goals, muss man auch sagen, die Offense konnte jedes Mal nicht im entscheidenden Moment dann beim dritten Down den Ball noch bewegen. Und deswegen, wenn die Offense hier nicht funktioniert, wird es schwer, weil auch da die Defense nicht so wirklich gut ist dieses Jahr. Wir haben die Chargers 3 Plätze nach oben auf die 7. Ich habe darauf gehofft, ich habe nicht wirklich dran geglaubt gegen die Browns. Entschuldigung, aber Justin Herbert sieht halt unglaublich gut aus.
Die Defense hat mit Derwin James richtig was Wertvolles wieder zurückgekriegt. Asante Samuel spielt stark. Auf der anderen Seite, beiden Receiver sind richtig gut dabei. Austin Ekeler macht eine starke Saison bisher. Also mit den Chargers muss man auf jeden Fall rechnen. Genauso wie mit den Cowboys. Haben zwar jetzt gegen die super verletzungsgeschwächten oder auch in dem Spiel sich verletzenden Giants gespielt, aber das war schon echt beeindruckend. Mal gucken, wie es die nächsten Wochen so weitergeht für die Cowboys. Buccaneers bleiben auf 5, haben gegen die Dolphins sehr überzeugend gewonnen, hat für mich aber nicht gereicht, um sie an einem der Top 4 Teams vorbeizusetzen. Unter anderem auch wegen der momentanen Klasse und wegen der Form des Gegners. Browns fallen nach der Niederlage 2 Plätze auf die 4, weil die Defense einfach nicht gut ist. Und jetzt muss man wirklich langsam ernsthaft über den Defensive Coordinator reden, denn ja, sie hatten das eine Spiel mit den 39 Sacks da gegen die Bears, wo die Defense generell extrem gut gespielt hat, wo dann alle gesagt haben, oh, puh, Gott sei Dank. Ansonsten hätte man ja langsam mal dem Defensive Coordinator ein bisschen Feuer unterm Hintern machen müssen. Muss man definitiv meiner Meinung nach, weil da nicht ansatzweise genug rausgeholt wird aus der Defense. Das ist zu einfach, dieser eine Rushing-Touchdown von Justin Herbert zum Beispiel. Also entweder Jeremiah Owusu-Koramoah hat wirklich einen ganz anderen falschen Pursuit-Winkel genommen, oder da hätte theoretisch noch jemand draußen sein müssen. Und das ist das, wovon ich ausgehe. Also da war auf jeden Fall mindestens ein Missverständnis dabei. Und sowas kann halt nicht passieren. Pass Rush auch mehr ab und zu da als wirklich konstanten Faktor im Spiel. Die Rams gewinnen gegen die Seahawks den einen Spot nach oben auf die 3. Denken nach wie vor, dass die eins der drei besten Teams der Liga sind. Spielen sehr, sehr stark. Gegen die Cardinals halt nur absolut inkonstant. Bills einen Spot nach oben, haben super beeindruckend gegen die Chiefs gewonnen und nach der Woche 1 Niederlage gegen die Steelers halt wirklich nur noch richtig, richtig guten Football gespielt. Dementsprechend Woche 1 fällt da ein bisschen aus dem Muster und ist wieder ein gutes Zeichen dafür, dass man getrost sagen kann, ja, Woche 1 juckt halt nicht wirklich. Wir haben die Cardinals nach wie vor auf 1. Ich habe überlegt, ob ich die Bills hochsetze, weil die Cardinals halt nur so knapp gewonnen haben und die Bills sehr deutlich, obwohl beide vielleicht gegen ein Team vom ungefähr gleichen Kaliber gespielt haben. Bills vermutlich sogar noch gegen das stärkere Team. Aber am Ende muss man halt auch sagen, dafür haben die Bills Woche 1 verloren und die Cardinals sind noch ungeschlagen. Ja, es ist eine aktuelle Form, also ich bewerte letztendlich nicht, wie lief die komplette Saison bisher. Aber letztendlich habe ich gedacht, das ist vermutlich das beste NFC und das beste AFC-Team. Ich würd die Rams da sogar noch mit reinschmeißen, vielleicht die Buccaneers noch, aber ja. Also ich würde sagen, die Bills sind klarer das beste Team in der AFC, als es die Cardinals in der NFC sind. Und trotzdem sind die Cardinals in meinem Power-Ranking erstmal für die gesamte NFL noch einen Ticken über den Bills. Alles klar, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.